So, Landwirte in Ahrweiler in Aktion. Hier ist schwere Technik vonnöten, die natürlich unsere heimischen Landwirte haben und auch einsetzen. Und überlegt mal, zu welchem Kurs für Lau, weil es von Herzen kommt, weil unsere heimischen Landwirte mit dem Land verbunden sind, deutlich näher als mancher Politiker. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Es ist unglaublich, wie viele Leute jetzt hier zum Helfen sind. Und man kann nur ein riesen Dankeschön aussprechen. Hier quillt überall, quillen die Möbel aus den Häusern raus. Hier ist gestern Nacht oder heute Nacht um 2:30 sind hier noch 2 Menschen gerettet worden, Gott sei Dank. Solange die Zufahrten hier nicht frei sind, kann auch eigentlich keiner gerettet werden, wenn irgendwas ist. Und wir haben jetzt echt hier einen riesen Teil schon weggeschafft. Aber ich sehe es ja nur hier bei uns in der Ecke. Ich meine, Bad Neuenahr ist natürlich lang und ich kann nur für uns sprechen. Ihr seht, wie es hier aussieht. An die Häuser kommen wir, glaube ich, noch nicht dran. Müssen wir alles frei machen. Und wir wissen nie, was uns da erwartet. Aber ja, also mit vereinten Kräften klappt das hier wirklich sehr gut. Ja, nochmal ein kurzer Lagebericht aus Bad Neuenahr. Es sind wohl 50 Traktoren aus dem Westerwald angekommen mit Martin Oldenbach. Unglaublich, ich kann es nur aus Erzählungen jetzt sagen. Und ihr seht jetzt hier allein auf der Straße 3 Radlader. Hinten ist ein 18 Tonnen Radlader. Also wir haben jetzt richtig gute Hilfe gekriegt. Gestern fühlten wir uns hier wirklich irgendwie so wie von einem riesen Haufen Trümmern. Und ja, es war echt schwierig hier durchzukommen überall. Aber mittlerweile sieht das alles gut aus. Und es sind wohl auch 2 Pumpenwagen dabei. Alles mögliche an Gerätschaften. Die fangen an, die Häuser leer zu pumpen. Die fangen an, die Straße jetzt von unten hier nach oben aufzuräumen. Es sind Erdmulden dabei. Das ist der Wahnsinn. Also es ist wirklich der Wahnsinn, was die Bauern auf die Schnelle so geregelt kriegen. Also es ist unglaublich. Und ja, sonst sieht man hier auch kein Arbeiten. Ja, schönen guten Morgen. Heute ist Freitag. Ich glaube, der 16. Schaut mal, wer hier ankommt. Hier kommen jede Menge Landwirte. Super Jungs. Alles super organisiert. Perfekt. Das ist keine Bundeswehr. Das ist kein THW. Das sind unsere deutschen Landwirte aus dem Westerwald. Schaut euch das an. Heute werden wir was bewegen. So geht das. Unbürokratisch. Ehrenamtlich. Schaut euch das an. Diese Bilder müssen jeden erreichen. Jeden, der mit unserer Landwirtschaft Schluss machen will hier im Land. Denn dann gibt es das hier nicht mehr. Schaut, wie weit das noch geht. Das ist ein Tross aus dem Westerwald für Ahrweiler. Mit Technik, mit Bagger, mit allem, was die landwirtschaftliche Infrastruktur bieten kann. Vor allen Dingen funktioniert es. Ja, da stehen keine rostigen Karren wie bei der Bundeswehr in der Kaserne. Tut mir leid für die harten Worte. Die sind aber wahr. Also, mindestens 50 Fahrzeuge plus Besatzung. Überlegt mal, wie viel 1000 Liter Diesel da jetzt hier durchgehen. Und die werden heute und morgen ihren Dienst hier freiwillig verrichten. Wir werden hier die Hilfsorganisationen unterstützen, die örtlichen, die leider Gottes total überfordert sind. Und ich sage euch eins, überlegt euch, die deutsche Landwirtschaft abzuschaffen. Hier ist der Beweis, Leistungsstärke, Zusammenhalt, gemeinsam sind wir stark. Also, danke schon mal an jeden einzelnen von euch. Klasse.
Mich hat vorhin ein komplett aufgelöster Markus Hüpperfürth angerufen und fassungslos über die Situation vor Ort in Ahrweiler berichtet. Es ist dort so, dass zurzeit ca. 50 Bauern dort versuchen, diesen kriegsähnlichen Zustand, den man dort vorfindet, irgendwie in den Griff zu kriegen. Diese Bauern werden dabei unterstützt von niemandem. Es gibt dort keine Feuerwehr, es gibt dort kein THW, kein Militär und nicht einmal einen offiziellen Ansprechpartner. Die Bauern bringen sich dort gerade in Lebensgefahr. Dort sind Brücken nicht mehr statisch einwandfrei, Straßen unterspült, Häuser drohen einzustürzen und von Strom und Gas gehen große Gefahren aus. Wenn man dort einen Balken hochhebt oder einen Baumstamm oder einen Haufen wegschiebt, weiß man nie, was einen darunter erwartet und wie man dann mit der Situation umgehen soll. Es gibt dort keine Koordination, die sind einfach nur auf sich alleine gestellt. Und das Ganze im Jahr 2021 nach einem der größten Unwetterkatastrophen, die einen Vorlauf von 3 Tagen hatte. Seit 3 Tagen sagen die Meteorologen reihenweise, fast übereinstimmend, katastrophale Regenmengen dort aus. Und wir Bauern haben uns seit 5 Tagen gefragt, warum man dort nicht die Campingplätze räumt und aktiv wird. Die Menschen dort, das haben die ihnen bestätigt, sind nicht gewarnt worden. Es gab dort keine Sirenen, es gab dort keine Warnungen, gar nichts. Ich selbst habe am Abend, als es schon geregnet hat, auch auf SWR, auf WDR geguckt, auf N24 geguckt, ob da irgendwelche Sondersendungen sind, ob irgendjemand auf das, was da gerade anrollt, reagiert. Nichts. Gar nichts. Und dann wagen es diese Politiker, dann wagen es diese Medien, sich dort vor die Kameras zu stellen und den Klimawandel für das dort verantwortlich zu machen. Was hat der Klimawandel damit zu tun, dass seit 3 Tagen eine Katastrophe auf diese Region zurollt, bekanntermaßen zurollt und keiner warnt und keiner reagiert? Das hat mit dem Klimawandel nichts zu tun. Das hat mit Versagen der Politik und Versagen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens zu tun, dass dort nichts passiert. Und dann sitzt ein Werner Eckert vom SWR, der das Umweltressort dort leitet, und darf den Kommentar in der Tagesschau sprechen. Der muss gefragt werden, warum er nicht gewarnt hat über seinen SWR, die Leute. Da würden heute noch viele leben von denen, die heute nicht mehr leben. Das ist die Wahrheit. Und man hätte viele Schäden verhindern können, indem man vorher dort die Tiere rausgeholt hätte, die Campingwagen rausgeholt hätte. Das hätte ja Zeit genug gewesen. Keiner hat reagiert. Wir Bauern, wir machen immer alles falsch. Wir bringen mit unseren Panden ständig die Menschen um. Aber wenn die was falsch machen, wenn die versagen im Grund, eine der größten Unwetterkatastrophen, die 3 Tage lang so angekündigt ist, übersehen, dann ist da irgendwas anderes schuld. Der Klimawandel oder die Urlaubszeit oder irgendwas anderes. Wir sollen uns alle einstellen auf den Klimawandel. Wie kann man das als Entschuldigung in irgendeiner Form ins Feld werfen? Es haben so viele Institutionen, Behörden und Ähnliches komplett versagt, über Tage hinweg geschlafen. Und dafür sind jetzt Menschen gestorben. Und jetzt kommen die Helfer und sind auf sich alleine gestellt, weil immer noch keiner den Arsch in der Hose hat, das vernünftig zu koordinieren. Ich habe einen Markus Hüpperfürth so noch nie erlebt. Und ihr könnt mir glauben, wenn ihr da auch hinfahrt und helft, das habt ihr noch nicht gesehen. Und dass man diese Menschen in dieser Hilflosigkeit alleine lässt und die nicht auch sofort jegliche Unterstützung dort zusagt, das ist ein weiterer Skandal, ein weiteres Versagen derer, die uns ständig erklären, wie es eigentlich geht und wie man es richtig macht, aber selber nicht einmal die Grundzüge eines anständigen Umsetzens ihrer Verantwortung drauf haben. Das Problem mit den Eisen, die hier rumfliegen. Ja, moin Leute. Also ich muss jetzt noch ein Video machen, weil ich kann das alles noch gar nicht so richtig fassen. Ich sage es ganz ehrlich. Ich habe eben mit Markus Hüpperfürth gesprochen. Der rief mich an. Der hatte jetzt zum ersten Mal seit Stunden, gefühlten Tagen mal wieder Handy empfangen. Der ist in, ich muss das aufschreiben, Walportsheim in Ahrweiler an der A. So, die waren die Ersten mit der Kolonne Landwirten hingefahren. Die waren die Ersten, die da waren. Da war gar nichts. Da waren Straßen 3 Meter hoch voll mit Schutt. Da waren die Anwohner, die waren sowas von verzweifelt. Die waren geschockt. Die wussten nicht ein noch aus. Die haben da Leute aus Häusern rausgeholt. Die haben da Leichen rausgeholt. Da war bis vor kurzem noch gar keiner. Dann kam die Feuerwehr durchgefahren, die war selbst gebunden ohne Ende.
Die haben kein Internet, die haben kein Wasser, die haben kein nicht, die haben nicht zu, fast nichts zu essen da. Da ist kein Strom, die können da gar nichts machen. Und ich frage mich, wenn ich dann immer so höre, dass alles so toll organisiert ist, das brauchen wir keiner erzählen, das ist auch Schwachsinn. Aber dann erzählt auch so eine Scheiße nicht. Das ist einfach totaler Mist, das hilft keinem weiter. Wir müssen jetzt hier klare Kante bekennen und sagen, und da ist Hilfe benötigt. So, und ich weiß nicht, bei jeder Demo, die wir hatten, ist das kein Problem, da kommt ein Dixi-Klo hin. Da ist irgendeiner vor Ort und ruft irgendeinen an und sagt, pass auf, du hast Dixi-Klos, kannst du da und da welche hinstellen. Dass man wenigstens mal kacken kann. Jetzt mal ohne Scheiß, das kann doch nicht wahr sein. So, und ich frage, warum kriegen wir das nicht hin, dass man irgendwann mal wieder einen beschissenen Handymast aufstellt? Das muss mir auch, wir sind doch keine Bananenrepublik. Leute, jetzt mal ehrlich, das ist essentiell, das ist wichtig, damit man organisieren kann und mal auch führen kann. Dass man sich da mal vernünftig koordinieren kann. Das ist doch das Wichtigste überhaupt. Wo ist die Telekom jetzt? Meine Fresse, ey. Das tut mir echt leid, dass man das auch mal so klar ansprechen muss. So, und da hilft es jetzt auch nicht, wenn man irgendwie ankommt aus dem Umweltministerium, von morgens bis abends den Klimawandel beschwört und was nicht alles. Wir haben jetzt sind Probleme da. Jetzt müssen wir erstmal Probleme. Menschenleben sind hier in Gefahr immer noch. Mein Gott, man muss Menschen jetzt helfen. Das, alles andere schiebt man erstmal beiseite jetzt. Alle Ressourcen müssen da jetzt hin. Alle. So, wir werden jetzt für alle Landwirte mit Maike Schulz-Breuß rief vorhin nochmal an, LSV, Original LSV, die haben ja dann dieses Kontaktformular, unser Forum, wo wir Landwirten untereinander helfen können. Der Maschinenring hat sich dazwischen eingeschaltet. Ist doch vollkommen auch egal, wer jetzt irgendwas organisiert. Hauptsache, die Hilfe kommt jetzt an. Also, wer Hilfe braucht, meldet sich bitte dort. Und dann hoffe ich einfach mal, dass jetzt auch mal jeder versteht, um was es hier gerade geht. Ja, hier macht man jetzt keine Politik mit. Damit meine ich jede Partei. Das ist jetzt das allerletzte, was wir brauchen. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir mal in Gang kommen und den Menschen vor Ort helfen. Und dann erwarte ich aber auch, dass mal große Konzerne um die Ecke kommen und sagen, so, Tankstellen, alle, die helfen, tanken. Musst du dir mal vorstellen, die fahren sich da die Reifen alle gerade Schrott. Da musst du nichts, das gibt's doch gar nicht. Das, also Esso, Aral, weiß ich, wie ihr alle heißt. Los, raus mit da. Ihr habt doch alle Social Media, Juppies. Die sollen mal was raushauen. Alle Landwirte, die helfen, ran in die Zapfsäulen tanken. Mensch, jetzt geht das. I'm here in the middle of nowhere. There is no there, it is cold there. But I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to lay to drift away. I fill my space, I spend my time. Down the rabbit hole. Oben auf die Bundesstraße. Da wird das nur abgelegt. Ja, man muss ja alles so. Seid ihr denn bis Marienthal und dann nach Kurs da hoch oder wo? Nee, hier vorne hoch. An der Kirche vorbei, mit die Bahn durch. Ja, da wieder weg. Super klasse. Darfst du auf ein Facebook-Video? Ja. Das ist genau das richtige Gerät. Deswegen sind wir ja da. Ich hatte eigentlich mal einen schönen Schwamm vorstellen. Aber jetzt Zeit. Super. Hier ist die eine der Lagerstellen, wo wir den Schutt abkippen. Seht euch das an. Das ist alles von Bauernhand, von Forstwirten und von Bauunternehmern sind jetzt auch mit dabei. Von Gärtnern hier abgekippt worden. Von keinem anderen. Hallo Frau Schulze, ich habe gerade gehört, dass Sie in Koblenz sind. Könnten Sie uns vielleicht ein Dixi-Klo organisieren? Das wäre nach 2 Tagen hervorragend. Vielen Dank für Ihre Mühen. Ja, wir stehen jetzt hier im Zentrum des Geschehens, Bad Neuenahr. Das ist
ihr zu Hause, ne? Das ist auch das Teil Waldbachtsheim. Brutal, ohne Worte, was sich hier abgespielt hat in der Nacht. Der völlige Wahnsinn. Wie ist das denn losgegangen? Wussten Sie Bescheid? Ist vorher eine Info gekommen oder was? Oder? Also wirklich nicht. Ich bin zufällig gewarnt worden. Mit dem Nachbarn standen wir hier hinterm Haus und haben geguckt, wo steht's Wasser. Und dann kam einer und sagte, parkt eure Autos an Seite. Das Wasser kommt über die Bundesstraße an der bunten Kuh. Ja, dann hatten wir vielleicht 10 Minuten Zeit. Der Nachbar hat das Auto weggefahren. Ich habe noch versucht, im Haus was zu räumen. Und dann ging die Sirene und dann kam das Wasser auch schon. 5 Minuten der Hof geflutet. Eine Entscheidung noch gehabt, gehst du rein oder fährst du mit dem Auto weg? Ja, ich habe Ersteres getan, bin reingegangen, habe mich in die erste Etage geflüchtet, Auto ist aufgeschwommen, Straße runtergespült worden mit Trümmern, Brückenbauteilen, Holz, Bäume, Flüssiggastanks, Weinfässer, Autos, also, alles weg. Als ich gestern kam um 12 Uhr, war ja hier komplett alles voll, ne? War das hier auch? So ja. zwei, drei Meter voll mit, genau, mit einem Gemisch aus Holz, Menschen und... Ja, Menschen habe ich jetzt nicht gesehen. Es wurde gesagt, es ist noch einer rausgeholt worden. Aber hier war ein Flüssiggastank, der zischte noch. Wir sind dann erst am anderen Tag morgens durch die Polizei evakuiert worden. Die kamen hier an mit der Meldung wohl, sie sollten hier ein bisschen Hochwasser regeln. Und die standen selber hier völlig fassungslos, weil die gedacht haben, die sind hier im Kriegsgebiet. Also sie waren nicht nur mit ein bisschen Verkehr regeln, weil hier war 2 bis 3 Meter Schuttberge. Eine Gemengelage aus Holz, Metall, Brückenbauteilen, Steine. Unfassbar. Unfassbar. Also aus meiner Sicht muss ich sagen, ich bin wirklich enttäuscht, was hier geregelt war oder ist. Wir haben noch nicht mal ein Dixi-Klo. Ne? Ich kann nicht auf Toilette gehen, gar nichts. Hier ist nichts. Wir haben kein Wasser, Strom. Wir können den Notdurft verrichten wir mit einem Eimer Schmutzwasser, was aus dem Keller rauspumpt mit Aggregaten. Hier ist wirklich Apokalypse-Epizentrum. Ja, also ich kann es nur bestätigen. Und ich behaupte mal, wenn wir nicht hier angefangen hätten aufzuräumen, da wäre doch hier nichts passiert. Also ich sehe hier keinen irgendwie, außer die Bauern, ne, im Prinzip. Ich weiß nicht, wer das hier organisiert. Ich sehe Leute privat hier schaffen. Ich habe selber eine Truppe von mittlerweile 10 Mann laufen. Ja, das ist jetzt mein Elternhaus. Ich habe hier auch noch keinen offiziellen irgendwie gesehen. Ich weiß nicht, wie es organisiert ist, wer es macht, wer es... Also ich habe erstmal bei uns die Reitanlagen gerettet und dann bin ich auf den Trecker gestiegen, komme aus Köln und bin hier hochgefahren. Ne? Okay. Weil man sieht es am Nummernschild, also ist... Genau, ja. Hier muss ich gleich mal ein bisschen was ändern. Also ein ziemlich guter Freund, der ist auch hier hingefahren aus Fulda, Firma Hartmann, und wir haben uns hier getroffen, wir haben gesagt, wir müssen helfen, ne? Und wir dachten eigentlich, hier wäre richtig was los, aber wir waren dann diejenigen, die hier angefangen haben aufzuräumen. Also ich finde das auch sehr kurios alles. Und von der Politik oder von den Verantwortlichen. Ich habe meine oder unsere Reitanlage vor 3, also jetzt sind wir ja schon 2 Tage weiter, 3 Tage bevor das Unwetter kam, habe ich angefangen Vorkehrungen zu treffen, weil es mit Ansage war. Wenn ich ja weiß, dass 200 bis 300 Liter pro Quadratmeter in so einem Hang fallen oder bei uns leichte Berge, weiß ich ja, dass alles zuläuft und vollläuft. Was sagen Sie dazu? Wir hatten 2016 ein Hochwasser, das war das größte Hochwasser, was ich bis dato erlebt habe. Und auch die alten, ist jetzt 5 Jahre her, das war schon gewaltig. Aber da hatte hier kein Wasser gestanden, da waren wir hier ganz weit von weg. Und dann hieß es an dem Tag, wo die Katastrophe passiert ist, dass der Pegel Altenahr um über 2 Meter Höchststand pulverisiert werden sollte. Den Höchststand von damals 2016, 2 Meter höher. Und kein Mensch konnte die Ausmaße erahnen. Wir haben alle gedacht, das bleibt unten im Flussbett und dehnt sich nur rechts und links aus. Aber dass die 2 Meter hier oben am Tor zum romantischen Ahrtal an der bunten Kuh dann die Bundesstraße fluten und von hinten in den Ort reinkamen mit so einer Gewalt, mit einer 2-3 Meter hohen Welle. Also ich habe die Bilder bisher nur von YouTube auf Fukushima-Tsunami oder... Ja, Indonesien, Thailand gesehen, das hier war live, mitten in Deutschland, mitten im beschaulichen Ahrtal. Völlig unfassbar, sprachlos. Ja. Sprachlos, fehlen einem die Worte. Also ich kann es nur bestätigen, ich habe sowas auch noch nie gesehen. Ich bin auch froh, wenn ich sowas nie wieder sehen muss. Es sind hier Menschen gestorben, auch hier im Ort. Absolut dramatisch.
Ich habe hier Leute schreien hören, geht durch Mark und Bein, läuft mir jetzt noch kalten Rücken runter. Unglaublich. Das heißt, die Leute wussten nicht, was passiert? Also es ist keine Sirene? Es ging die Sirene, aber die ging auch schon vorher am Tag. Ist jetzt ein Autobahnunfall passiert oder hat es irgendwo gebrannt? Oder müssen die Leute hoch? Also ich hatte keine Informationen. Die Sirene kam und gleichzeitig kurz drauf kam das Wasser. Und dann ging es nur noch irgendwo nach oben. Und hoffen, dass es dann nicht noch steigt, dass man bis aufs Dach hoch musste. Also jetzt bin ich wieder verunsichert, weil unten die ganzen Häuser sind ja voll. Der erste Stock, alles an Möbeln ist ja da richtig. Querbeet. Genau, also hier hat es in der ersten Etage, Entschuldigung, im Erdgeschoss. Ja, man sieht den Wasserpegel da, ne? 1,70 Meter drin gestanden. Ja. Man sieht oben die Linie drin. Und hier haben wir noch nie Wasser gehabt, noch nie. Also die letzten 100 Jahre nicht. Ich glaube 1910 ist eine Hochwassermarke hier unten an der Auferstraße. Aber hier im Ortskern, der vor ein paar Jahren schön saniert worden ist, haben wir noch nie Wasser gehabt. Und kein Mensch hätte sich das vorstellen können, dass hier eine Flutwelle von 2-3 Metern durchrauscht. Das ist ja nachts passiert, ne? Oder was? Ja, ja, es war schon dunkel. Der Strom fiel dann aus, wie das Wasser stieg. Aber ja. Das heißt ja, dass die Leute zu Hause waren dann. Ja, ja, ich habe mit 2 Friedhofskerzen und 3 Teelichtern oben gestanden. Das war eine Situation. Es hat gerauscht, das Wasser, die Trümmer haben gepoltert, gerumpelt, die Möbel sind umgefallen, es hat gequietscht. Hollywood macht so die besten Filme, wenn die Titanic untergeht oder ein U-Boot sinkt. So stelle ich mir das vor, so eine Geräuschkulisse war das. Unglaublich, wirklich unfassbar. Also angsteinflößend, braucht kein Mensch und ich hoffe, dass ich das niemals mehr erleben muss. Und man sieht ja hier, was hier für eine Gewalt war. Also diese Geräusche, diese Szenen, ich glaube, die bleiben lange. Ja. Die bleiben lange. Und die Schäden, die wir hier haben, ich sehe Leverkusener Brücke, wie lange da schon dran gebaut wird, gefühlte 10 Jahre. Hier steht keine Brücke. Ich habe eine Brücke, haben wir noch im Stadtgebiet. Hier ist die Eisenbahnbrücke weggeschwemmt worden, die Fußgängerbrücke, die St. Josef-Brücke im Ort. Da steht nur noch eine halbe Brücke, ähnlich wie Sur le Pont d'Avignon. Das ist eine Aufgabe Jahrzehnte. Und 50 Millionen Soforthilfe. Ich glaube, wenn die nur in Walpertsheim verbaut worden oder verbaut werden könnte, würde man das kaum sehen, dass hier was passiert wird. Also 50 Millionen, die bereitgestellt werden, ist zwar schön, Soforthilfe, aber... Es geht ja weiter. Die Welle, die hier durchgekommen ist, ist ja jetzt Richtung Holland unterwegs. Ne? Genau, es ist ja oben in der Eifel schon losgegangen, durch den ganzen Landkreis Ahrweiler runter bis an den Rhein und geht natürlich schon rheinabwärts. Ich weiß nicht, wie es woanders aussieht. Wir haben keinen Strom, ich kann kein Fernsehen sehen. Internet ist ganz schlecht hier. Ja. Telekommunikation, Katastrophe. Ich verstehe das nicht. Warum wird hier kein Mast aufgesetzt? Ich kann nichts organisieren hier am Telefon. Ne? Kein Internet. Leute versuchen mich zu erreichen, fragen, geben Lebenszeichen von dir. Lebst du überhaupt noch? Wir sehen in den Nachrichten die schlimmsten Bilder, die man sich vorstellt. Wir haben ein Gästehaus hier. Da rufen Gäste an, machen sich bemerkbar und fragen, bist du noch unter den Lebenden, bist du unter den Opfern? Gib bitte ein Zeichen, sag nur, dass du da bist. Wir machen uns Sorgen. Ja, du kannst keine Nachricht rausschicken, keine WhatsApp, geschweige denn Internet. Also es ist echt Katastrophe. Und das ist sehr unschön, weil Leute machen sich Sorgen, unnötige Sorgen. Wenn ich dann höre, dass 1300 Vermisste heute Morgen noch im Landkreis Ahrweiler waren, Vermisste, 1300, ich dachte zuerst, ich wäre auf eine falsche Seite gekommen. Nein, 1300 Vermisste wurde nur relativiert, weil es wohl in der Eifel jede Menge Orte gibt, die komplett abgeschlossen sind von der Infrastruktur, wo keiner nachfragen kann, seid ihr noch alle da, geht es euch gut. 1300 Vermisste, das heißt nicht verschüttet, sondern Leute, die noch kein Lebenszeichen von sich geben konnten, weil keine Möglichkeit der Verständigung da ist. Das ist eigentlich der Hammer. Da nützt man auch einen Hubschrauber, der oben drüber kreist, nichts. Also, dann muss irgendwas passieren. Ja. Also, ja, mit den Hubschraubern kapiere ich auch nicht. Also, eben ist hinten ein Erdrutsch abgegangen, den habe ich auch gefilmt. Da flog ein Hubschrauber. Ich weiß nicht, ob das alles so produktiv ist. Ne? Ich sag mal, da oben sitzen ja noch, je nachdem, die 300 Liter Wasser pro Quadratmeter. Keine Ahnung. Also, ich bin kein Fachmann. Ich räume nur auf oder helfe zumindest mit dem, was ich machen kann. Und das ist hier die Karre bedienen. Ja, also Ihnen alles Gute und wir... Dankeschön. Vielen Dank fürs Helfen. Ja, selbstverständlich. Ne? Macht einen guten Job, wir sind froh, wenn hier... Ja, Normalität sind wir noch ganz weit von weg. Ja. Keine Ahnung, das wird ganz, ganz lange dauern, bis wir hier einen Zustand haben, der irgendwie funktioniert. Ich weiß nicht, wann
wann wir wieder Wasser bekommen, wann wir wieder Strom bekommen. Gestern hat es geheißen, THW sollte kommen, irgendwie Leitungen legen. Ich habe heute noch keinen blauen Wagen gesehen. Jede Menge Blaulicht, auch Feuerwehrzüge ohne Ende. Die kamen, die standen und dann fuhren sie wieder. Ja, heute ist Feuerwehr gar nicht vertreten. Vielleicht Sommerpause. Ich habe heute noch keinen gesehen. Nee, ich auch nicht. Also das ist auch das, was mich ärgert irgendwie. Wie gesagt, mal ein Dixi-Klo hier hinzustellen oder mal sich um die Leute kümmern und so, das nichts, gar nichts, überhaupt nicht. Also 50 Bauern sind aus dem Westerwald hier hingekommen mit den ganzen Maschinen. Wir haben das organisiert über die ganzen, wir sind eben gut in Verbindung, das heißt auch Landschaftsverbindung. Also richtig gut hat das geklappt. Ne? Und die sind jetzt überall in ganz Deutschland alles am Organisieren wegen Futtermitteln und so weiter. Ja, Ihnen vielen Dank und alles Gute. Ne? Danke. Ich will euch nochmal zeigen, wie es hier aussieht. Ihr seht, wie hier die ganzen Häuser zugeschlemmt sind, wie der Müll überall liegt. In die Häuser kommt keiner rein, keiner weiß, ob unten noch irgendwer drin ist oder nicht. Gestern wurden noch, oder heute Nacht um 2:30 wurden noch 2 Leute hier irgendwo rausgeholt. Wir gucken, dass wir alle Zufahrtswege freikriegen, dass man zumindest zu den Häusern hinkommen kann. Was mich persönlich wundert, ich sehe hier eigentlich keine offiziellen rumlaufen. Was heißt eigentlich, hier laufen keine offiziellen rum. Wir machen hier einfach das, was wir denken, was richtig ist. Wir befahren hier Straßen, wo wir nicht wissen, ob die unterspült sind. Wir wissen im Prinzip überhaupt gar nichts. Wir sind komplett auf uns gestellt. Die Leute, die uns sonst das Leben schwer machen, Statiker und so weiter, die immer alles bis aufs Letzte ausrechnen. Ich sehe hier keinen einzigen, der uns sagen kann, ob das hier alles sicher ist, was wir machen. Und wenn ihr hier das seht, wir wissen auch nicht, was wir da drin finden. Wir wurden natürlich gewarnt, dass man natürlich Leichen findet. Es wurden gestern schon genug gefunden. Aber dass da einer bei ist, nichts, überhaupt gar nichts. Ja, wir haben hier wieder 10 Uhr. Die Bilder von gestern waren wir hier absolut alleine. Und jetzt ist hier ein Gewusel. Also vielen Dank an die ganzen Helfer. Also es ist Wahnsinn, was heute geleistet wurde. Ja, ich sehe, meine Kamera ist ein bisschen schmierig. Aber nach 2 Tagen nicht Hände waschen und so weiter ist alles schmierig hier. Mein ganz besonderer Dank gilt hier dem Baggerfahrer, der wirklich perfekt Bagger fahren kann. Und das ist so unglaublich, wie effektiv das hier alles ist. Ich will euch nur mal zeigen, was hier los ist. Ja. Die Stelle kennt ihr von gestern. Gestern haben wir hier angefangen, überhaupt einen Zuweg zu machen. Hier lag gestern 3-4 Meter hoch der Holzschrott und die Autos verwurstelt. Und das hier auf eine Länge, weiß nicht, von 200 Meter. Wir haben dann erstmal hier eine Zufahrt geschaffen und erstmal die Möglichkeit geschaffen, dass die Häuser aufgesucht werden können. Ja. Wie gesagt, ich bin kann man schon sagen, richtig stolz auf die ganzen Kollegen, die hier sind und was das für eine mega Gemeinschaft ist. Du bist gerade Bagger gefahren, ne? Chef. Du nicht? Der ist gerade zum Auto. Ach so, okay. Ja, dann beende ich das Video. Ja, ich bin durchgefahren zum nächsten Bagger mit Sortiergreifer. Die Jungs haben auch gerade gesagt von dem gelben Bagger, die würden gerne heute Nacht durcharbeiten. Das heißt, wir fahren durch. Das möchte ich auch nur mal klarstellen. Ich habe heute Morgen um 6 Uhr angefangen. Das heißt, ich bin rausgegangen. Und es ist bei uns in der Ernte kein Problem, auch mal nachts zu arbeiten. Und das ist hier genau das Gleiche. Also die Leute, die hier sind, für die ist es kein Problem, eine Nachtschicht zu machen, obwohl man den ganzen Tag schon gearbeitet hat. Und das finde ich auch, muss einfach mal beim Namen genannt werden. Alles Leute aus der Landwirtschaft oder Bauunternehmen, Gartenlandschaftsbauer, einfach mega. Und das sind wirklich Leute, die mit den Dingern hier umgehen können. Das seht ihr hier. Unglaublich. Richtig gut. Also so macht es Spaß. Also mir wäre lieber, den Spaß hätten wir natürlich nicht.
aber so kriegen wir auf jeden Fall was bewegt. Echt super. Zack, zack, zack. Ich komm mal zu dir, ja? Ach, der ist ja der Chef. Hi. Hallo, Thomas. Wer bist du jetzt genau? Thomas Phillips. Ah, okay. Dann haben wir schon oft Kontakt gehabt. Ja. Super, man merkt, dass du mit dem Ding umgehen kannst. Ich probiere es zumindest. Vielen Dank, du bist gleich bei Facebook. Ich wollte es dir nur gesagt haben. Wie lange willst du heute arbeiten? Wie lange geht's denn? Also hinten, die wollen die Nacht durchmachen wahrscheinlich. Naja, wir sind ausgeruht. Es gibt ja noch keine Erntesaison, da können wir noch ein bisschen backen. Ihr seid alle verrückt und das im positiven Sinne. Ne? Also vielen Dank an dich auch. Gerne. Ja. So. So, du bist hier gerade der Organisator so ein bisschen. Du sagst den Fahrzeugen, wo sie hinfahren wollen, genau, zu welchem Bagger. Ich organisiere das hier ein bisschen, weil wie gesagt, vorhin war halt das Thema, dass die Fahrzeuge von beiden Seiten reingefahren sind. Wir haben hier in der Mitte, da hat sich alles geballt. Jetzt haben wir sozusagen eine Einbahnstraßenregelung gemacht und wir fahren hinten rein und fahren hier vorne raus. Die Fahrzeuge werden beladen und ja, das haben wir jetzt ein Stück weit koordiniert. Klappt gut auf jeden Fall. Warum bist du genau hier? Sag schnell, weil ich muss fahren, sonst bin ich Ärger vom Baggerfahrer. Weil wir helfen wollen. Ja, wir haben uns heute Morgen zusammen telefoniert. Ja, wir haben alles mobilisiert und sind hergefahren ohne jeglichen Auftrag und wollen einfach nur helfen. Ja, das will ich auch mal klarstellen. Also wir sind hier unentgeltlich. Ne? Ob wir nachher was kriegen, wäre natürlich schön. Man weiß, also ich gehe davon aus, dass nicht. Ne? Ich weiß es nicht. Diesel wäre super. Diesel? Ich bin auch gleich leer. Also Diesel wäre super. Aufruf hier ans THW. Kommt mal hier mit dem Tankwagen runter. Wir sind seit 2 Tagen ja jetzt hier am Fahren und vielen Dank an dich, an euch, an dich auch, ne? An alle hier. Einfach mega. Also jetzt macht das richtig Spaß, obwohl es scheiße ist, weshalb wir hier sind natürlich. Ne? Vielen Dank. Danke. Danke dir. Ja, Wahnsinn. Hier oben auf dem Berg hat man Internet, deshalb kann ich live gehen. Wir sind gerade wieder Schlepper angekommen. Ich höre mal nach, wer das ist, wo es hingeht. Also wir kommen die ganze Zeit Schlepper an und haben Bagger dabei, haben Ladefahrzeuge dabei. Also es ist einfach unglaublich. Da ist der Jens Mexner. Hi! Ihr seid jetzt live bei Facebook. Hier kann ich mal was live machen. Ihr seid gerade angekommen oder was? Wie kommt's? Wir haben in der Stadt festgehangen, wie lang? Wir kommen nicht durch, kein Durchkommen ohne. Konnte ihr, wie, sind die Straßen noch nicht frei oder was? Ja, die haben das Altenheim noch geräumt, da war natürlich die ganze Kreuzung alles zu. Ne? Ja. Und was ist euer Plan jetzt? Mal gucken, was wir machen können. Ja, also guck mal, ich wickel schon hoch. Also eigentlich die anderen Städte, habe ich eben gehört, Prüm und so weiter, die brauchen unbedingt Hilfe. Jetzt ist die Überlegung, ob irgendwie Fahrzeuge darüber fahren. Ne? Aber es ist nichts koordiniert. Ich habe keine Infos von der Feuerwehr oder von sonst wem. Wir kriegen nichts. Und so ist ja noch schlimmer, oder? Ja, eben ist wohl wieder ein Damm gebrochen. Ja. Wassenberg oder so ist jetzt wohl. Heinsberg. Ja, bei Heinsberg wird wohl evakuiert. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob es Sinn macht. Vielleicht guckt ja einer zu hier aus Brüm oder so. Wo sollen die Jungs hinfahren? Also, ihr könnt jetzt erstmal runterfahren, da sammeln sich alle Fahrzeuge und ich kann es leider nicht in die Hand nehmen. Ich habe nur hier an der Stelle Internet. Wenn ich jetzt runterfahre in die Stadt, ist Internet wieder weg. Also ich kann hier nichts organisieren. Ihr müsst runterfahren und dann müssen wir gucken, ob ihr besser irgendwie durchfahrt nach Koblenz oder sonst wohin. Also hier läuft das eigentlich im Moment gut. Hier ist Arbeit ohne Ende, aber ich habe keine Ahnung von der Stadt. Und hier kommt auch keiner, der uns irgendwas sagt. Also das ist... offiziell sind ja auch gar keine Bauern dabei. Ne? Also in den Medien hörst du nichts davon, dass wir hier sind. Das hast du noch nichts gehört, das ist traurig. Ja, also wie gesagt, die Jungs sind gerade angekommen und sonst sieht man hier keinen. Es sind nur Bauern gerade unterwegs hier am Arbeiten. Ne? Also mein Vorschlag, fahrt runter, vielleicht ist der Wilhelm Hartmann da. Dann müssen wir irgendwie Infos einholen oder es meldet sich jemand und sagt, wo dringend Hilfe benötigt wird. Morgen soll hier die Straße verfüllt werden, da fehlen 500 Meter. Damit wir in die anderen Ortschaften kommen, da war wohl noch keiner. Ne? Okay. Also das sind aber alles Sachen, die ich gehört habe. Ich habe nichts von offizieller Stelle irgendwie. Ja? Wo ist er da unten noch?
500 Meter, oder? Ja, ja, ihr seht das, da stehen schon ganz viele Fahrzeuge, sind ganz viele Bagger angekommen und so. Ein 30-Tonnen-Bagger steht da, glaube ich, auch jetzt. Ja? Dann okay. Kommen wir erst gucken und dann gucken wir, wie wir weitermachen. Okay, ich fahre hier immer im Kreis, wir sehen uns gleich sowieso wieder. Danke. Jens, was sagst du? Ja, was soll ich dazu sagen? Es wird langsam. Es war am Anfang ja ziemlich wild, aber so langsam sehen wir auf jeden Fall einen guten Fortschritt, dass wir weiterkommen. Das ist Wahnsinn, wie es gerade abgeht. Ne? Also wir haben gleich die ganze Bundesstraße hier zugekippt. Ja, wir müssen gleich mal gucken, wie wir weitermachen oder ob wir das mal irgendwie was aufschieben lassen oder so. Es müsste normal einer schieben, das wäre ganz gut. Und wir bräuchten eigentlich einen großen Radlader. Ich frage mal den. Ah ne, der hat einen Hänger hinter. Ich kann da ja abhängen, das wäre ja das kleinste Problem. Ja, normal muss er einmal die Straße runterschieben und seitlich wieder dran schieben. Ne? Also wir kriegen langsam Platzprobleme hier. Wie gesagt, ihr könnt selber sehen, was hier los ist. Hier sind nur Schlepper unterwegs und nur Bauern. Und alles, was hier draußen gekippt ist, ist alles von Bauernhand bewegt oder Bauunternehmer und Gartenlandschaftsbauer. Nur mal ein kleiner Wink mit dem Zaunfall an die Medien. Ihr könnt das gerne weiter verschweigen, dass hier die Bauern im Prinzip die Hauptarbeit machen. Bringt aber nichts, weil ich werde nicht aufhören, die Videos hier zu machen. Das muss einfach mal klargestellt werden. Ja, dann fahren wir wieder runter. Ne? Also wir fahren jetzt wieder in die Stadt und werden dann wieder beladen. Nehmt euch mal mit auf den Trecker. Und wie gesagt, die kommen aus allen möglichen Gebieten, also Krefeld, egal was, da hinten kommt wieder ein Fahrzeug zum Entladen. Ja, hier die Bahnstrecke ist komplett defekt, also die Brücke ist eingestürzt. Ihr seht, was es für eine Geisterstadt ist. Nirgendwo Licht, keine Straßenlaterne, überall ist der Strom aus. Also wenn ich jetzt gleich den Berg runterfahre am anderen Ende, dann ist der Empfang eh wieder weg. Ich habe gleich keinen Sprit, also was heißt gleich, ich kann noch 3 Stunden fahren, denke ich, dann ist der Sprit alle. Ich hoffe, dass wir zumindest da irgendwie Hilfe kriegen. Ja, Dixi-Klo ist auch noch keins da. Ich bin seit gestern 8 Uhr unterwegs. Wegen der Aktion hier, also Hinfahrt, 12 Uhr war ich dann hier und kein Wasser, also hier gibt es kein Wasser, die Wasserleitungen sind alle defekt, es gibt keinen Strom und noch nicht mal ein Dixi-Klo für uns Bauern. Das ist das, was ich hier wirklich arg kritisiere und dass wir einfach nicht eingeteilt werden, wir kriegen keine Infos, wir müssen einfach das machen, was wir denken, was richtig ist, ob es gefährlich ist oder nicht. Hier ist keine begleitende Person. Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet. Und das ist einfach das, was ein. Na, ich möchte nur noch mal ganz kurz hier verdeutlichen, was hier gerade passiert. Jetzt im Moment. Wir haben gleich 12 Uhr. Hinter mir ist ein Feuerwehrfahrzeug, die sind auch am Pumpen. Und hier, schaut euch bitte an. Die Jungs sind hier Tiefgaragen am Leerpumpen, Keller am Leerpumpen. Und das schon die ganze Zeit. Das muss einfach mal hier genannt werden. Ist einfach unglaublich. HP Schwarz, Agrarservice. Du bist gerade live. Erzähl mal was. Bist du von dem Fahrzeug hier oder was? Von Dimberger, ja. Wo kommst du her? Warum bist du hier? Üdesheim. Wir haben uns in Trebo kennengelernt bei der Demo. Ah, stimmt. Ich hab's vorhin mal angerufen, aber. Ja, ich hab 1000 Anrufe. Also tut mir auch leid, dass ich nicht an die Telefonate gehen kann. Ich habe wirklich 300, 400 Anrufe heute gehabt. Weil mich keiner über. Ja, jetzt haben wir Internet, weil wahrscheinlich alle Leute schlafen. Ne? Ja, jetzt ziehen wir die Tiefgarage leer. Oben geht's dann gleich weiter. Wo geht's weiter? Das Nachbarhaus. Das heißt, ihr macht die Nacht durch oder was? Ja, wir sind um 9 hier angekommen. Heute Abend um 9 oder was? Ja. Halt's weiter. Hier sieht's ja aus wie ein Schlachtfeld. Ja, also da unten warst du noch gar nicht, ne? Ne, wir sind da vorhin hingefahren auf der Bundesstraße, aber sind wieder umgedreht, da geht's dann weiter. Ja. Aber das hier sind die Helden für mich, die Helden der ganzen Aktion hier, also wirklich. Auf die Jungs ist Verlass, das ist Wahnsinn. Ich kann auch machen, das ist die Kinder, ja. Danke, ne? Ciao.
Wie gesagt, ich will es nur zeigen, was hier los ist. Ihr seht, hier kommen wieder Trecker entgegen. Und ja, ich habe jetzt zwar mein Handy in der Hand, hier ist Katastrophengebiet. Ich habe sowieso das Handy die ganze Zeit in der Hand, das interessiert die Polizei hier auch überhaupt gar nicht, weil wir hier einfach die Sachen regeln müssen. Ohne Handy geht es einfach nicht. Ne? Da sind die Jungs von eben, die wir eben getroffen haben mit dem Bagger. Ja, hier sieht es jetzt noch harmlos aus. Die Häuser sind leer geräumt, die untersten Etagen. Hier steht ein Gastank, Waschmaschinen. Ja. Hier hinten ist, glaube ich, auch noch ein Güllefass. Guck mal. Na, hier wird es dann schon dreckiger. Hier seht ihr, dass hier wesentlich mehr los ist, los war. Aber das Schlimmste ist das, wo wir dann gestern angefangen haben aufzuräumen. Wie gesagt, wie eine Geisterstadt. Das ist alles Schwemmgut, was wir gestern rausgezogen haben, damit überhaupt jemand zu den Häusern kommt, um eben auch, ja, Menschen zu suchen. Hier ist so unser Lager. Hier links steht eine Kaffeemaschine. Hier links der Hotelier hat uns Zimmer gegeben. Hier ist der Wilhelm Hartmann. Hier rechts schlafe ich in einem Zimmer. Hier ist Notstromaggregat. Ja, ihr seht, das ist alles, was wir haben. Und jetzt haben wir noch eine Garage hier, wo eben auch Essen drin steht. Von einem Feuerwehrmann, der hier auch wohnt vor Ort. Also super. Ja, und ab hier ging es dann los. Hier war 3 Meter hoch der Schutt. Und ja, und hier sind wir jetzt weiter am Aufräumen. Wir hatten alles nach links und rechts geschoben, damit wir hier durchkommen. Beziehungsweise die Polizei dann eben auch, wenn dann eine Person entdeckt wurde unter den ganzen Trümmern. Was dann auch leider mehrfach passiert ist. Ja, so ähnlich sah es dann hier aus, eben in der 2-3 Meter Höhe. Moin, habt ihr irgendwie noch Karren, womit wir fahren können? Vom LSV wurde uns gesagt, hier stehen Schlepper, Radlader en masse zur Verfügung. Jetzt ist hier nichts, wir sind alle für Nüsse bis jetzt hier hingekommen. Wir brauchen Schlepper mit Mulden, dass wir fahren können. Also die Mulden stehen hier nebenan auf der B59 oder wie, keine Ahnung, wie die Bundesstraße heißt. Die T7 oder was? Dann fragt doch mal, ob wir die nehmen können. Ja, dann fahren wir da jetzt hin. Also wenn einer von euch will, kann er auch hier mit weiterfahren, dann gehe ich gleich mal eine Runde schlafen. Ja, dann gehe ich gleich da drauf. Ja? Okay. Kennst du Bernhard Brinkmann? Ja, kenne ich. Das ist mein Arbeitskollege. Also. Also ihr seht, hier sind motivierte Junglandwirte, ne, seid ihr alles, oder was? Unternehmer. Lohnunternehmer. Auch Lohnunternehmer. Auch gerade angekommen zum Helfen. Das können wir alle. Also ihr könnt gleich von mir den Trecker haben und die anderen müsst ihr fragen. Ja? Ja, ich kann die Karre wohl von dir fahren, dann musst du mir das eben kurz erklären mit deinem Hakenlift und alles. Wo ja. Und okay. Dann kriegen wir das schon. Okay, ich fahre noch ein Stück vor, glaube ich, ne? Ja, fahren wir ein bisschen vor. Na, wie gesagt, hier war alles zu und ich denke, ich unterbreche jetzt mal hier und dann gibt es jetzt eine kleine Einweisung. Dann vielleicht. So, da fährt mein Schlepper. Die Ablöse ist eingewiesen. Ja, hier die ganze Gasse hinten an der Kirche vorbei. 2-3 Meter war es voll. Die Jungs machen hier weiter, die wollen die Nacht durchmachen. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich abgelöst werde. Das hier ist hier alles angeschwemmt worden. Das ist nicht hier aus der Ortschaft, sondern aus Schuld und so weiter hier angeschwemmt. So sieht es hier aus. Hier waren auch, ja, die Weinfässer waren voll.
Also ich rieche extrem nach Wein, weil ich bei mir an der Erdkarre immer hinten Hydraulikschläuche an- und abkuppeln musste, wenn ich die untergesetzt habe, damit die Leute da ihren Müll reinschmeißen konnten. Und dann lief immer die ganze Suppe auf meinen Rücken. Und genau mit den gleichen Klamotten oder in dem gleichen Zustand werde ich mich gleich ins Bett legen, weil wir immer noch kein Frischwasser hier haben. Wir haben keine Toilette hier. Wir können uns nicht waschen, wir können nicht auf Toilette gehen. Das ist echt übel. Ja. Und vielleicht nochmal der Aufruf, wenn einer Connection zum THW hat, unsere Maschinen sind alle leer. Wir brauchen spätestens morgen früh Sprit. Und es wäre hervorragend, wenn da einer irgendwie Connections hat, wie gesagt. Wir haben die nicht, wir sind hier komplett auf uns allein gestellt. In dem Sinne, gute Nacht und drückt den Jungs die Daumen, dass hier nichts Schlimmes passiert oder auch nichts gefunden wird. Und ja, ich drücke auf jeden Fall hier, nicht nur hier, überall den Leuten die Daumen, dass die nächsten Tage erträglich sind. Und hier geht schon wieder mein Telefon. Ja, hallo Leute. Ich weiß, ich nerve jetzt wahrscheinlich einige. Schaltet einfach ab, wenn ihr keinen Bock mehr habt. Aber mir sind gerade Sachen zu Ohren gekommen. Mich haben Leute angeschrieben aufgrund des Videos, das ich vorhin gemacht habe. Bei uns in meinem Ort hier in Rinteln in Schaumburg in Niedersachsen wurde das THW allen Ernstes aus Nordrhein-Westfalen wieder nach Hause geschickt, ohne eine Sekunde Einsatzzeit. Ich habe gerade mit jemandem dort gesprochen aus dem Zug. Die sind alle völlig demotiviert, was ich total nachvollziehen kann. Ja, also ich bin ja nicht umsonst im THW oder bei der Feuerwehr oder irgendwo in der Freiwilligen. Ich will dir auch helfen. So, und dann kriegst du diese Bilder, die hier uns von morgens bis abends um die Ohren geknallt werden, über dieses Elend und diese Schicksale, die da ablaufen. Und dann passiert da gar nichts. So, und dann aufgrund des Videos kriege ich natürlich auch entsprechende Zuschriften. Ich habe mir das echt einmal hier wirklich ausgedruckt. Hallo Anthony, ich habe dein Video gesehen, bla bla bla. Wir sind leider als Fachgruppe Räumen des THWs mit Baggern noch nicht angefordert worden. Seit Mittwoch haben wir das Gerät auf unseren Tiefladern verladen und warten auf einen Marschbefehl. Das Schlimmste an der Sache, drei weitere Fachgruppen auf den Norden Nordrhein-Westfalens warten genauso. In Niedersachsen standen bereits 6 Räumgruppen in einem Bereitstellungsraum, um auszurücken, wurden allerdings wieder nach Hause geschickt. Unverständlich. Ja, unverständlich. Das gibt's überhaupt nicht. Und soll ich euch sagen, woran das liegt? Das kann ich beurteilen. Wenn ich eins weiß, ist das. Ich war lange genug bei der Bundeswehr und ich war bei der Polizei. Wir können in diesem Land überhaupt keine Krise bewältigen, weil wir es erstens nicht gewohnt sind, zweitens Ressourcen abgebaut haben ohne Ende und jetzt wundern wir uns, dass hier nichts mehr klappt. Und das kannst du rumspinnen, wie du willst, in jedem Bereich. Wir können, ich will hier nichts unnötig schlecht reden, aber wir leben jetzt in Krisenzeiten. Und wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, und das wird nicht die erste und die letzte Krise gewesen sein, dann haben wir massive Probleme. Und wenn wir solche Basics, für Leute, die das vom Berufswegen machen, sind das Basics. Und wenn wir das nicht mehr hinkriegen, dann werden wir massive Probleme haben in diesem Land. Und dann werden wir auch Leute, die sich ehrenamtlich engagieren und auch Bock auf sowas haben, die verprellen wir, die hauen sich hier Nacht um die Ohren, die haben auf einer Raststätte gepennt. Die wurden versorgt von den Berufskollegen, von den THW, alles in Ordnung. Das kollegiale Verhalten, das kameradschaftliche Verhalten, auch bei der Bundeswehr, das ist alles intakt. Darum geht's gar nicht. Es gibt aber keine politische Rückendeckung und keine Führung mehr in diesem Land. Und das ist das Problem. Und wenn wir das jetzt in solchen Zeiten nicht kapieren, dann werden wir das nie kapieren. Und dann wird uns das teuer zu stehen kommen. Gibt aber auch noch gute Nachrichten heute. Der Klaus Hochrein hat gerade mit dem Chef des Maschinenrings in Deutschland gesprochen. Der sagt auch, wir übernehmen die Koordination. Wir haben ja über unser Forum mit LSV Original und LSVD die Möglichkeit, dass Landwirte, die Hilfe benötigen, diese über das Forum, auch über die Tauschbörse entsprechend beantragen können. Es sind etliche, mich haben auch gerade wieder etliche angeschrieben, die bereit sind, entsprechend Stroh, Heu runterzufahren. Ich habe das einfach weitergeleitet an die Gruppen in NRW, weil die genau wissen, wo Bedarf ist. Das ist sensationell und ganz ehrlich jetzt, das ist berührend, wenn du sowas mitkriegst. Die Hilfsbereitschaft unter uns Berufskollegen, warum ist sie nicht immer so? Also das ist so schade. Warum muss erst so eine Krise kommen, um die Einigkeit zu demonstrieren? Da müssen wir vielleicht mal ein bisschen dran arbeiten, wenn das hoffentlich bald vorbei ist. Aber dann habe ich gerade noch kurz mit Herrn von Lauer gesprochen, von Edeka. Die haben massive Probleme da unten. Da sind 50 Netto-Filialen komplett abgesoffen. 12 Mitarbeiter, die Häuser weggeschwommen, und die haben auch viele Mitarbeiter, wo sie noch gar nicht wissen, wo die sind.
Aber nichtsdestotrotz wird da vor Ort die Möglichkeit bestehen, ich kriege gleich nochmal den Kontakt von der Pressesprecherin dort vor Ort, dass wir kurze Dienstwege dahin bekommen, dass Edeka uns entsprechend mit Lebensmitteln versorgt, die da runterfahren. Aus Franken, Oberfranken, wo Klaus Hochrein zu Hause ist, sind jetzt Leute mit Baggern unterwegs. Wahnsinn, bei uns stehen Lohnunternehmer hier bereit, die einfach nur darauf warten, dort irgendwas zu machen. Die wollen helfen. Aber die Gruppen vor Ort in NRW rufen bei den Landkreisen an und sagen, wir haben das und das Gerät, wo können wir hinfahren? Da kriegst du keine Antwort. Und das ist einfach das, was ich meinte. Und da gehen einem die Emotionen noch durch, weil man das nicht verstehen kann, weil das normalerweise sehr, sehr einfach ist. Nicht falsch verstehen, sehr einfach ist gar nichts, aber in Krisenzeiten, Stress macht dumm, das ist einfach so. Aber trotzdem, wenn das Profis wären, würde das einfach besser ablaufen. Da ist sicherlich auch irgendwo was, wo es richtig gut läuft, aber wenn Leute Hilfe anbieten und ich sehe diese Bilder, dann ist eine Diskrepanz da, das passt einfach nicht. Und da bitte ich doch, dass auch die Landkreise entsprechend auch auf mal die Hilfe von der Landwirtschaft oder von Lohnunternehmen, Baggerunternehmen, Handwerker wollen helfen. Ich habe Handwerker hier, die allen Ernstes bereit wären, Trocknungsgeräte runterzubringen. Vielleicht ist es auch ein bisschen früh dafür, aber trotzdem, nehmt doch die Hilfe an. Die Behörden müssen doch jetzt mal aufwachen. So, der Fairness halber muss ich noch sagen, dass Jürgen Beselbicke mich gerade anrief und sagte, dass er Kontakt hatte mit Aldi, Rewe und Lidl, die ebenfalls gerade am Planen und Überlegen sind, wie sie unbürokratisch nach Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen entsprechend Hilfe hinbekommen können. Nochmals vielen Dank dafür. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die das auch hinbekommen.